Oh, ein Messer. Sehr schön. Können wir das da wegpacken? Und ein bisschen Papier. So. Kann ich mir jetzt eine Schrotflinte basteln? Und ein Gewehr sogar. Also aber die Flinte. Und das Gewehr sogar, aber ich hätte gerne Maschinenpistole, oder? Nimm's Gewehr. So, die können wir dann nämlich auch schon nachladen. Oh Mann. Das dauert. Da ist ein Ah ja. Da wäre die Tür wahrscheinlich aufgegangen. So, jetzt schaue ich nochmal da runter. Ah, es ist 20 Uhr durch. Nee, 22 Uhr beginnt die Nacht, gell? Alter. Ah, fuck, fuck. Autsch, ich hänge. Das ist eigentlich nur der Große. Dann haben wir den. Okay. Letzter Schuss. Okay. Hammer geschafft, perfekt, läuft. Vielleicht haben wir Glück und finden jetzt auch einen Rost oder einen Topf, dass wir zumindest mal ein bisschen was kochen können. Yucca-Samen, nicht mit. Oh, Kohle, sehr geil. Ah, das sieht mir sehr gefährlich aus. Okay.
So, zeig mal her hier. Sehr gut. Sand. Sand ist halt immer so ein Ding, ne? Warum kann man Sand in irgendeinem Müll finden? So. Drei haben wir noch frei, das können wir zerlegen. Ach. Hitzewiderstand. Okay, da ist nichts weiter. Stimmt, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten, ne? Ein Wasserboiler. Oh, das sieht aus wie eine Mine, gell? Jetzt hier natürlich ein Schraubenschlüssel geil. Oh, da sind Minen. Ist verschlossen. Wir gucken mal, ob er da ist. Ja, mal kurz da reingucken. Jo. Oh, die Nacht ist da. Ich glaube, wir sollten eher heimgehen. Die Küche noch schnell durchsuchen. Ich nehme die Schrotflinte. Alter. Nee, 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 nee. Ah, nein. Geh weg. Nein. Schnell in den Kühlschrank. Ist da vielleicht... Nein. Nein. Jein. Ah, die Dame, die... Die gibt Vollgas. Ich bräuchte doch bloß... ein... Ring ins Kirchen. Sag's mal schnell. Ein Rost.
Autsch, autsch, autsch. Oh, das ist so schlecht. Nein, falsch. Ich muss heim. Ich muss erst mal heim. Ich treffe die Treppe. Dann bleibe ich hier die Nacht. Die halten sich gerade im Haus auf und sind gerade in die Mine reingelaufen. Das ist ja geil. So. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ne? Aber nicht schlimm. Wir sind ja gerade noch in der Findungsphase, mehr oder minder. So, die Hammer. Oh, das ist eine Schlange. Oh, der war gut. Ah, sie ist reingegangen. Sehr gut. Oh nee, da war einer im Bunker. Okay, pass auf. Nahrung weg. Mais. Lass ich mal da. Dann da oben. Alles weg. Die Nahrung behalte ich mal. Weil die ist gar nicht mal verkehrt, ne? Die gönnen wir uns jetzt auch einfach mal. So. Zack, zack. Du kannst gar nicht wissen, dass ich hier drinne bin. Der den Soundeffekt macht, oder wo ist er rein? Da ist er durch.
Okay. Wir bleiben in der Bude. Da würde ich sagen. Dann machen wir hier erstmal Schicht. Ja, hätte ich gesagt. Das geht hoch, das geht hoch. So, da gucke ich aber vorher nochmal schnell für die Schmiede. Das war hier mit drin, gell? Lagerfeuer, Eisentür. Die Werkbank, okay. Was brauche ich für die Beete nochmal? 100. 100 Leber, das ist ja... Sollte kein Problem sein. Noch verrottetes Fleisch haben wir auch mittlerweile genug. Nitratpulver haben wir auch genug. Maismehl. Da kann man das Maisbrot basteln. Das ist nicht verkehrt, aber wofür brauchen wir Mais-Samen auch? So, wo ist denn meine Schmiede? So, die kann man basteln. Genau, Klebeband brauche ich. Und so ein Holzklotz. Was brauche ich für den Holzklotz? Den können wir ja mal fertigen. Die Schmiede. Ach, was mache ich denn? So. Einen brauchen wir. Hammer, Leder. 10 Stück. Ich habe nur... Muss ich gucken, wie viel Leder ich habe. Klebeband könnte man aber, glaube ich, produzieren. Das machen wir noch. So. Leder. Wo ist mein Kleber? Ah ja, Lederhammer. Haben wir nicht ordentlich Kleber gesammelt? Dass wir mit Stofffetzen jetzt einen Kleber basteln können? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe es mir anscheinend eingebildet. Ja, schade. Pass auf, machen wir es so. So. Stimmt, Rohre muss ich noch sammeln. Nee, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mit 7 Days to Die für heute Feierabend. Dann bedanke ich mich bei euch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.